Als alternative Ansätze zum CDM entwickeln sich derzeit die sogenannten Nationally Appropriate Mitigation Actions, kurz NAMAs, wo man sich international darauf geeinigt hat, dass eben Entwicklungsländer jetzt auch als ihren Beitrag zum Klimaschutz solche NAMAs ergreifen sollen. Und dieses Instrument hat eben den Vorteil, dass es auf Regierungsebene angesiedelt ist. Also es wären halt die Regierungen der Entwicklungsländer, die diese Maßnahmen ergreifen, was halt den Vorteil hat, dass man auch wirklich auf strategischer Ebene dann ansetzt. Das ist halt auch eines der Probleme des CDM. Selbst wenn der optimal laufen würde, so wie man es sich in den kühnsten Träumen vielleicht erhoffen könnte, dann ist es immer noch ein projektbasierter Ansatz, der eben auf lokaler Ebene ansetzt. Aber durch diesen projektbasierten Ansatz schwerlich in der Lage ist, wirklich sektorale Transformationen auszulösen, wie sie ja notwendig sind, um den Klimawandel wirklich ernsthaft bekämpfen zu können. Und da sind NAMAs halt anders aufgestellt, weil sie eben von Regierungen durchgeführt werden. Inwieweit sich dieses Versprechen dann auch wird umsetzen lassen, bleibt noch abzuwarten, weil dieses Instrument jetzt gerade neu erst entwickelt wird. Aber das, was derzeit in der Pipeline ist an Pilot-NAMAs oder Konzepten für NAMAs, lässt doch durchaus hoffen, weil wenn man sich das ansieht, dann ist es in der Tat so, dass da wirklich strategische Planungen stattfinden, also strategische Masterpläne zum Ausbau der Erneuerbaren, zur Verbesserung von Energieeffizienz, zur Verbesserung von öffentlichem Personennahverkehr in Städten. Also eben genau das, was der CDM eben nicht geleistet hat, auf der politischen Ebene anzusetzen, scheint jetzt wirklich mit NAMAs wirklich umgesetzt werden zu können.